Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biodiversität. Und wir sind bei dieser Vorlesungsreihe nun bei Vorlesung 24 angekommen und innerhalb der Dreihöckerzähne der Eutrichonodontie, der geht es jetzt um die Gobi-Hügelzähne, die Gobi-Conodontidae. Und ja, wir fangen einfach an. Es gibt hier tatsächlich sogar mal, wie ihr seht, auch ein paar Bildchen, obwohl sie halt alle ausgestorben sind. Und wie gesagt schon, ist eine Untergruppe der echten Dreihöckerzähne. Sie ist wie alle Vertreter von denen unsicher. Und genau diese Gruppe hier ist im frühen Jura 189 Millionen Jahre vor der Zeit bis zur Oberkreide 94 Millionen Jahre vor der Zeit ausgestorben. Einige Fossilien sind gut erhalten, sodass nicht nur viele Knochen, sondern auch Reste von Haaren und Haut zu finden waren. Und man ist sich sicher, dass sie Landleben waren, da sie über kurze, kräftige und stämmige Gliedmaßen verfügten und halt an Landleben angepasst waren und höchstwahrscheinlich bodenbewohnt waren und ja auch Grabklauen besaßen, wo sie dann verschiedene Insektenbauten öffnen konnten oder leicht in der Erde buddeln konnten. Allerdings nicht so gut vom restlichen Körperbau, dass man sagen kann, dass sie unter der Erde gelebt hätten wie ein Maulwurf. Eine Besonderheit stellen Nebengelenke, sogenannte Senatrale, dar, welche sich an den Fortsätzen der Brustwirbel und an den vorderen Lendenwirbeln finden und dadurch, dass sie mit der Wirbelsäule gut verknüpft sind, verankern sie diese stärker und das ist eine Anpassung, die heutzutage nur bei den modernen Nebengelenktieren, den Senatra, zu finden ist. Bei anderen Dreihöckerzähnen unterscheidet sich diese Familie hier darin, dass beim Schließen des Gebisses die unteren Höcker genau zwischen die oberen passen und bündig schließen, wobei die mittleren Höcker erhoben sind. Es ist also wenig Spiel zwischen den Zähnen an diesen Stellen. Man kann die einzelnen Gattungenarten in der Regel anhand der Zähne unterscheiden, manchmal wird aber auch nur eine Unterscheidung anhand des Fundortes der Fossilien gemacht, zumindest innerhalb der Gattung. Aber die Gattung selbst unterscheiden sich durch die Zahnformel und die variiert hier natürlich je nach Gattung. Ihr werdet auch sehen, wir werden ab und an ein paar abweichende Angaben finden. Und das liegt daran, dass verschiedene Leute Verschiedenes postuliert haben. Aber grundlegend sagt man, I2 bis 2,3, das Formstrich ist Ober, das Nachstrich ist Unterkiefer. C1,1, P3,4 und unten 2,3, M4, M4 bis 5. So, die Schneidezähne und die Eckzähne, also Incisivi und Canini, waren stark ausgeprägt, lang und spitz und zudem war die Kiefermuskulatur sehr kräftig. Daher vermutet man, dass es sich halt um Karnivoren, also Raubtiere, gehandelt hat, welche andere Säuger und kleine Saurier jagten. Dafür spricht auch, dass in manchen Fossilienresten tatsächlich auch noch leicht verdaute Beutetiere zu finden waren, die Säuger oder kleine Saurier waren. Eine Besonderheit sind auch das Vorhandensein von Beutelknochen, sogenannte Ossa e pubica, seht ihr hier in der Zeichnung dargestellt. Und dabei handelt es sich um zwei vom Schambein des Beckens nach vorne ragende Knochen. Weiteres Merkmal, was aber nicht 100% sicher ist, zumindest nicht bei allen Vertretern und sonst auch hauptsächlich bei den Kloakentieren vorkommt, ist der Giftsporn. Ihr erinnert euch an die Schnabeltiere, da hatten wir das. Und wahrscheinlich befand sich auch halt bei diesen am Hinterbein ein solcher. Aber auch hier ist nicht gesichert, ob es eine Geschlechtsdimorphie gab, sprich, ob es sowohl Menschen als auch Weibchen hatten oder nur Menschen oder Weibchen. Den Namen haben die Gobi-Hügelzähne daher erhalten, dass die meisten Vertreter erst einmal über diese charakteristischen Molarenhöcker verfügten und die ersten Fossilien im Gebiet der heutigen Gobi-Wüste gefunden wurden, welche Teile Russland, China und Mongolei umfasst. Und ja, der Name ist natürlich heute nicht mehr ganz treffend. Man hat einerseits natürlich auch noch andere gefunden, die in der Gobi-Wüste lagen. Und auf der anderen Seite wurden halt später auch noch Sachen, also Fossilien gefunden, die nicht nur in der Gobi-Wüste vorkamen. Deswegen habe ich bewusst hier geschrieben, die ersten Fossilien wurden dort gefunden. Das sind zwar immer noch die meisten, aber eine weltweite Verbreitung scheint gesichert zu sein.
Ja, wie sieht der Spielraum aus? Bis zu 14 Kilogramm konnten die größten werden. Das Höchstalter können wir nicht erahnen. Und die großen Vertreter wurden bis zu 1 Meter lang. Damit sind wir bei der Taxonomie. Und ja, die Gobi-Hügelzähner, Gobiconodontidae, die Familie lässt sich in verschiedene Gattungen einteilen. Die Fuchsi-Hügelzähner, Fuchsinoconodon, die werden wir nicht behandeln, einfach weil es darüber absolut nichts zu finden gibt. Nicht einmal über die Fossilien, nicht im Mineralienatlas, in den verschiedenen archäologischen Sachen, in der Biodiversität, in den diversen Listen und Tabellen. Es ist einfach nichts zu finden, außer dass eine Gattung wo beschrieben ist. Es wird einen Aufsatz dazu irgendwo geben, wahrscheinlich halt irgendwo in China, Mongolei, Russland etc. Aber ich konnte dazu nichts in den Sprachen finden, die ich beherrsche. Was aber wo gibt, ist die Gattung Hanginia. Deutsch und Latein ist hier gleich, das lässt sich nicht so ganz übersetzen. Dann die Gattung der Huastee-Hügelzähner, Huastee-Conodon, die Memanzähner, Memanodon, die Dornräuber, Spinolestes, die Reptiliensäuger, Repenomamus. Ja, ich weiß, der Name ist verwirrend, Reptilien sind keine Säuger, aber das ist halt nun mal so geworden. Die echten Gobi-Hügelzähner, Gobiconodon und eine Besonderheit noch, die Dornräuber, die Spinolestes, die werden wir heute nicht behandeln. Das passiert in der nächsten Vorlesung. Einfach weil es zu denen tatsächlich so viele Sachen gibt, so viel Beschreibung, dass die vom Umfang her eine eigene Vorlesung auch verdienen. Fangen wir an mit den Tanginia. Ja, die Gattung ist, wer hätte es gedacht, eine Untergruppe der Gobi-Hügelzähner, der Gobiconodontidae. Wie immer unsicher und sie sind höchstwahrscheinlich in der Zeitspanne von der Oberkreide 99,6 Millionen Jahre vor der Zeit bis zur Unterkreide 112 Millionen Jahre vor der Zeit vorgekommen. Fossilien wurden nur in der heutigen Mongolei im Gebiet der Wüste Gobi gefunden. Genaue Beschreibung fehlt und die einzige beschriebene Art ist Tanginia jovi. Und es ist zu vermuten, dass die Vertreter, wie die meisten anderen Dreihöckerzähner, wahrscheinlich nicht größer als Marder wurden und Insektivoren waren, vielleicht aber auch wirklich wie andere Vertreter der Gobi-Hügelzähne, eventuell auch richtige Raubtiere. Aber das lässt sich anhand der wenigen Fossilien nicht sagen. Deswegen Gewicht, Alter, Größe ist vollkommen unbekannt, ist alles zu unsicher, das müssen wir überspringen. Und damit kommen wir zu den Huastee-Hügelzähnen, den Huastee-Conodon. Auch eine Gattung, die eine Untergruppe der Gobiconodontidae, der Gobi-Hügelzähner ist und die ebenfalls unsicher ausgestorben ist, da alle Vertreter bereits ausgestorben sind. Sie kamen höchstwahrscheinlich im Unterjura 182,7 Millionen Jahre vor der Zeit vor. Fossilien wurden nur im Huitzacral Canyon, Tamaulipas in Mexiko gefunden. Die einzig beschriebene Art ist Huastecoenodon viblei. Und selber Text wie gerade. Wie die meisten Trägerzähne wahrscheinlich Insektivoren, höchstwahrscheinlich nicht größer als Marder, aber wie immer das Türchen offen halten, könnten auch richtige Räuber gewesen sein. Auch hier zu Gewicht, Alter, Größe keine Angaben möglich. Dann kommen wir zu den Memanzähnern, den Memanodon. Auch eine Untergruppe der Gobi-Hügelzähner, die natürlich auch unsicher ist, da alle Vertreter bereits im Mesozoikum, genau genommen der Unterkreide, 125 bis 112 Millionen Jahre vor der Zeit ausgestorben sind. Die Fossilien wurden nur in der Yixian-Formation von Liaoning in China gefunden. Da hat man nebenbei ganz viele Dreihöckerzähner gefunden. Genaue Beschreibung fehlt und die einzige Art ist Memanodon luyatunensis. Wahrscheinlich wird es anders gebrochen wie Lucia oder so ähnlich, weil es wahrscheinlich chinesisch ist, aber ich kann das nicht genau sagen. Es ist zu vermuten, dass die Vertreter, wie die meisten anderen Dreihöckerzähne, nicht größer als Marder wurden und Insektivoren waren. Aber wie auch vorhin, Achtung, könnten auch Räuber gewesen sein. Gewicht, Alter und Körpergröße lassen sich nicht bestimmen. Und damit sind wir bei den Reptiliensäugern angelangt, den Repenomamus. Auch eine Gattung der Gobi-Hügelzähne, die ebenfalls unsicher ist, da alle Vertreter im Mesozoikum
im Bereich der Unterkreide 125 bis 123,2 Millionen Jahre vor der Zeit ausgestorben sind. Fossilien wurden nur in der Yixian-Formation in der Liaoning-Provinz in China gefunden. Aber hier weiß man jetzt ein bisschen das, die Gliedmaßen waren seitlich am Körper angebracht und kurz und kräftig, kann man sich so ähnlich vorstellen wie bei heutigen Varan. Und daher wird natürlich auch vermutet, dass es sich um Sohlengänger handelte, also eine sogenannte plantigrade Gangart, was bedeutet, dass sie halt mit der gesamten Fläche der Gliedmaßen aufgesetzt haben. Machen wir ja zum Beispiel auch nicht in der Regel. Der Fuß hat halt ein paar Hohlräume, aber hier hat wahrscheinlich der ganze Fuß und auch die ganze Hand beim Fortbewegen den Boden berührt. Die Zahnformel lautet Incisivi 3-2, Canines 1-1, Prämolaris 2-2, Molaris 4-5. Die Zahnformel und die Tatsache, dass Schneide, Eck und kleine Backenzähne spitz waren, wenn die großen Backenzähne die typischen Höcker aufweisen, deutet auf eine räuberische Ernährung hin. Ganz klar, spitze Zähne sind meist Räuber. Weiter spricht dafür das, was ich schon am Anfang gesagt habe, man hat in den Magen oder in den Mägen Reste von Säugern und auch kleinen Dinosauriern gefunden. Und wie sollten die dahin gelangt sein? Außer wenn sie eventuell Aasfresser waren. Das hat man aber relativ schnell wieder fallen gelassen, den Gedanken, weil man es für unwahrscheinlich hielt. Denn sie haben halt ein Raubtiergebiss. Es wurden zwei Arten beschrieben, Repenomamus robustus und Repenomamus giganticus. Und die haben sich schon ganz ordentlich in Größe und im Detail jetzt im Schädelbau unterschieden. Die letzteren kann ich euch nicht zeigen, weil ich es nicht gefunden habe, aber man kann natürlich hier andere Sachen zeigen. Repenomamus giganticus wurde bis zu 14 Kilogramm schwer, Höchstalter unbekannt, aber 1 Meter lang. Der kleinere Vertreter Repenomamus robustus wurde nur 6 Kilogramm, bei einem halben Meter war es vom Gewicht und Größe ungefähr die Hälfte. Dann haben wir noch die echten Gobi-Hügelzähner, die Gobi-Conodon. Und ja, ist halt eine Gattung der Gobi-Hügelzähne, die unsicher ist, da alle Vertreter im Mesozoikum, genau genommen im Zeitraum Mitteljura 166 Millionen Jahre vor der Zeit, bis Oberkreide 94 Millionen Jahre vor der Zeit ausgestorben sind. Fossilien wurden weltweit gefunden und darauf basieren verschiedene Arten unterschieden. Die Schneidezähne Incisivi und Eckzähne Canini waren stark ausgeprägt, lang und spitz, also typisches Raubtiergebiss. Zudem hatten sie eine starke Kiefermuskulatur und auch Vorderbeinmuskulatur. Und das spricht halt alles dafür, dass sie höchstwahrscheinlich Raubtiere, Karnivoren waren, welche andere Säuger und kleine Saurier jagten. Folgende Arten wurden beschrieben: Gobi-Conodon batoniensis, Gobi-Conodon borisiaki, Gobi-Conodon haitzuensis, Gobi-Conodon hoburensis, Gobi-Conodon hobsoni, Gobi-Conodon luianus, Gobi-Conodon ostromi, Gobi-Conodon palaios, Gobi-Conodon tomidai und Gobi-Conodon zofia. Also eine ganze Menge, die sich aber wahrscheinlich nur im Schädelbau groß unterschieden haben. Gewicht wurden sie bis 5,4 Kilogramm, Höchstalter unbekannt und Körpergröße bis zu 0,7 Meter. Und damit sind wir mit den Gobi-Hügelzähnern bis auf unsere Gattung der Spinulestes durch, die wir dann ja in einer eigenen Vorlesung gleich hier anschließend behandeln werden. Und ich hoffe wie immer, es war interessant, auch wenn es halt ausgestorbene Sachen waren. Ja, ich weiß, da waren auch wieder viele Lücken dabei, aber wenigstens hatten wir halt eine Gattung, von denen wir wirklich einiges wissen. Und ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht nach unseren Spinulestes. Und ich sage, macht's nicht gut, macht's besser. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch und tschüss.